Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen sehr ruhigen Handelstag hinter sich. Die Handelsspanne betrug gerade einmal 50 Punkte. Der DAX schloss bei 15.960 Punkten. Das ist ein Mini-Plus von 0,03% bzw. 5 Pünktchen. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, großes Thema war gestern vor allem die FED-Sitzung. Die Ergebnisse kamen nach Handelsende in Deutschland. Kommt heute wieder Schwung in den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Danach sieht es zumindest aus, denn wir waren in einer Abwartehaltung vor der Fed. Inzwischen hat die Fed gesprochen und die Märkte beruhigt. Also das haben wir gestern in den USA gesehen durch eine erneute Rekordjagd, denn man hat quasi genau im Rahmen der Markterwartungen agiert. Man wird die Anleihekäufe schrittweise reduzieren, aber über eine Zinserhöhung scheint man noch nicht wirklich nachzudenken. Das ist jetzt endlich mal eine Gewissheit für die Märkte. Das kam in den USA an den Börsen ausgesprochen gut an. Und von dieser guten Stimmung dürfte einiges auch direkt zu uns rüberschwappen. Es zeichnet sich ein guter Start im Plus ab und das würde dann in Richtung der alten Rekordstände vielleicht sogar auf neue Rekorde führen. Gestern sind wir ja dann nicht so weit entfernt von der 16.000er Marke, dann eben quasi unverändert aus dem Handel gegangen. Viel Grün heute Morgen auch an den asiatischen Börsen nach hier positiv aufgenommenen Daten aus Japan. Der Nikkei dementsprechend besonders deutlich im Plus, aber auch bei den anderen Indizes sah es nicht schlecht aus. Also grüne Vorzeichen quasi, soweit das Auge reicht. Und soweit das Auge reicht, haben wir auch noch mal Zahlen heute. Zum Teil gab es die gestern Abend noch nachbörslich, zum Teil sind die heute schon vorgelegt worden oder werden noch. Also zum Beispiel Kiagen, Merck, Vonovia, Heidelberg Zement, Deutsche Post, Siemens Healthineers, um nur ein paar zu nennen. Also wir werden gut zu tun haben, aber das in, wie sich im Moment zumindest abzeichnet, guter Stimmung. Also einiges geboten heute. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt, die ist heute BMW. BMW hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie beendete eine mehrtägige Konsolidierung und stieg auf ein 4-Monats-Hoch. Dabei bildete sich ein sogenanntes Golden Cross heraus. Auf der Oberseite ergeben sich jetzt zwei neue Kursziele. Das mittelfristige Bild bleibt bullisch, solange eine bestimmte Unterstützung nicht unterschritten wird. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.